Hallo, ich bin Robert und wohne in Jena. Dieses Video zusammen mit einigen anderen, die ich gerade erstelle, sind meine allerersten, die ich hier auf YouTube veröffentliche. Schauen wir mal, wie sie werden. Wie du siehst, ich liebe es zu spielen. Aber ich spiele nicht nur gerne, sondern ich habe auch schon seit jeher viele Ideen für neue Spiele und Mechanismen im Kopf gehabt, die ich bisher nie verwirklichen konnte. Nun habe ich aber beschlossen, meine Ideen endlich umzusetzen. Deshalb habe ich letztes Jahr ein kleines Unternehmen gegründet, Solox Games. Für mich war dies ein großer Schritt, denn es ist mein erstes eigenes Unternehmen. Und ich freue mich sehr darüber, dass es existiert. Mein erstes selbstentwickeltes Spiel heißt The Fog, Escape from Paradise. Ich werde es noch dieses Jahr über Solox Games veröffentlichen. Es ist mit Ausnahme der Grafik, die aber in Arbeit ist, seit ungefähr 6 Monaten fertig, von möglichen optionalen Erweiterungen mal abgesehen. Hier neben mir siehst du das Rollercoaster, welches ich auf meinem Stand bei der Spiel letztes Jahr in Essen genutzt habe. Die Messe war deutlich erfolgreicher als alles, was ich vorher erwartet habe. Und es kam sowohl bei Familien als auch bei Hardcore-Spielern sehr gut an, was mich natürlich sehr gefreut hat. Das Spiel im Überblick. The Fog ist ein auf jeden Fall sehr spannendes Spiel mit 40 bis 90 Minuten Spielzeit für 1 bis 6 Spieler ab 10 Jahren. Die Spieler entscheiden dabei über das Schicksal von Dorfbewohnern einer einsamen, traumhaften Insel, die in schierer Panik versuchen, ihre Boote am Strand noch zu erreichen, um dem mysteriösen und sich extrem schnell nähernden Nebel doch noch zu entkommen. Das Besondere an dem Spiel ist die Kombination aus taktischer Tiefe mit einer sehr hohen Wiederspielbarkeit durch den sich jedes Mal verändernden Spielaufbau, einer kniffligen Insulaner-Auswahlphase, also einem Drafting, und einer spannenden Insulaner-Bewegungsphase, in der jeder Spieler seine ausgewählten Insulaner auf dem schwierigen Weg zu den rettenden Booten koordiniert und versucht, dabei so viele wie möglich von ihnen zu retten. Die Story zum Spiel: Serados, die traumhafte und einzige Insel im großen Meer und die Heimat vieler verschiedener Stämme, wird seit Wochen von einer geheimnisvollen, riesigen, dunklen Nebelwand bedroht. Erst nur fern am Horizont zu sehen, erreicht die Nebelwand eines Tages ihre Heimat. Meter für Meter kroch der Nebel über die Insel. Was sich im oder hinter dem Nebel befindet, ist unbekannt. Niemand, der jemals in den Nebel ging, tapfere Krieger, weise Ältere oder andere, oder wer von ihm verschluckt wurde, kam je wieder zurück. Bis auf ein letztes Dorf an der Ostküste wurde inzwischen die gesamte Insel vom Nebel eingenommen. Alle Stämme bauten in den letzten Wochen hastig Boote in der dortigen Bucht, um dem Nebel doch noch zu entkommen. Ihre letzte Hoffnung ist eine uralte Legende, welche über Generationen und Jahrhunderte weitergegeben wurde. Ihre ursprüngliche Heimat Yamagi, das magische Land. Irgendwo, sehr weit gen Osten, soll sie liegen. Sie dachten, sie hätten mindestens noch 2 oder 3 Tage Zeit, um geordnet in See stechen zu können. Doch plötzlich wird der Nebel schneller und schneller und alle, Häuptlinge, Offiziere, Matrosen, Krieger und die Stammesmitglieder, rennen einfach in purer Panik und ohne Rücksicht auf andere los, in der Hoffnung, die Boote irgendwie noch zu erreichen und in See zu stechen, bevor der Nebel sie erreicht. Hoffentlich können möglichst viele von ihnen gerettet werden. Es ist an dir, sie zu retten. Wie funktioniert das Spiel? In der ersten Phase des Spiels sucht sich jeder Spieler die Insulaner auf dem Spielfeld aus, die er spielen möchte. Häufig halt auch als Drafting bezeichnet. In der darauffolgenden Bewegungsphase koordiniert nun jeder Spieler den Kampf seiner Insulaner auf dem schwierigen Weg über den Strand mit verschiedenen Hindernissen zu ihren rettenden Booten. Jede Runde nutzt der Spieler die zur Verfügung stehenden Aktionspunkte für die verschiedenen möglichen Bewegungen wie Rennen, Platztausch, Schieben, Durchzwängen, Überspringen von Insulaner oder Überqueren von Hindernissen, um die Insulaner in Richtung der rettenden Boote zu bewegen.
Aber nur wer seine Insulaner mit Bedacht auswählt und sie effektiver und vorausschauender als seine Mitspieler bewegt, hat eine gute Chance, dem Nebel zu entkommen. Denn die Zeit ist äußerst knapp und der Nebel kommt kontinuierlich nach jeder Runde näher und verschlingt alles und jeden auf seinem Weg. Während der Strand völlig überfüllt ist und alle in Panik sind, muss man die Ruhe bewahren und sicherstellen, dass die eigenen Insulaner die rettenden Boote erreichen, bevor der Nebel sie oder die Küste erreicht. Sobald der Nebel die Küste erreicht hat, fahren die Boote ab. Und jeder Spieler erhält oder verliert Rettungspunkte für das Erreichte. Dann wird sich herausstellen, wer die meisten Rettungspunkte gesammelt hat und gegen den Nebel, The Fog und die Mitspieler gesiegt hat. So, dies war eine kurze Einführung. Wenn du mehr über Xolox Games oder The Fog erfahren möchtest, kannst du dies am einfachsten auf der Webseite www.xolox.de tun, wo es auch einen regelmäßigen Newsletter und einen Blog gibt. Oder aber auf der Facebook-Seite Xolox Games. Natürlich freue ich mich auch über jeden Like für Xolox Games und The Fog. Wenn du das Spielprinzip gerne genauer verstehen möchtest, schau dir bitte einfach das Video dazu hier an. Solltest du es ausprobieren möchten, kannst du das jederzeit auf Tabletopia online tun. Dir jedenfalls erstmal vielen Dank für das Anschauen eines meiner ersten Videos bis zum Schluss. Tschüss.